Yo, es geht wieder los. Hier mit Yu-Gi-Oh! Duel Links. Der zweite Part ist am Start. Und auch hier wieder willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Es tut mir leid, dass ich so lange keinen Yu-Gi-Oh! Content gebracht habe. Aber das könnte sich noch eine Weile ziehen. Ich hoffe wirklich, dass wir mit Yu-Gi-Oh! Master Duel ein Spiel bekommen, was nicht ganz so schnell moved wie Duel Links, wenn es um die Meta geht, wo man einfach ein bisschen... Wo nicht der einzige Content des Spiels ist, PvP zu spielen und Meter um Meter um Meter mitzuziehen, sondern wo es vielleicht auch eine kleine Story gibt oder man einfach andere Dinge machen kann, als nur gegen andere Leute zu spielen. Das wäre doch mal schön. So, heute wollen wir uns aber ein anderes Deck auswählen, denn beim letzten Mal habe ich eins meiner alten Lieblingsdecks verwendet, und zwar der Schweigsame Magier in Kombination mit Jinzo. Im Optimalfall hätten wir den hier und den hier auf dem Feld, dann hätten wir zwei relativ große Beatsticks, die Zauber- und Fallenkarten auf dem Feld annullieren. Hat aber nicht wirklich geklappt, weil diese Art von Deck gerne mal brickt, weil sie einfach alt ist und im Vergleich zu anderen Decks nicht mehr so schnell. Dementsprechend suchen wir uns was Neues aus. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal den hier und... Oh, das Deck soll es also sein. Das funktioniert halt auch schon wieder nicht mehr, weil... die kybernetische Fusionszündung schon wieder... Ich habe dieses Deck, glaube ich, noch nie verwendet, ne? Brachialsense. Ich glaube, dieses Deck kam raus, als die Weltmeisterschaften in Berlin waren, wo ich vor Ort war, weil da kam Brachialsense neu raus. Ich glaube, ich habe dieses Deck kein einziges Mal verwendet seit da. Ich würde es aber vielleicht gerne mal probieren. So. Ich habe absolut keine Ahnung, was dieses Deck macht. Scheinbar den Wächter rufen. Wir werden es gleich sehen. Okay. Wir holen uns vielleicht noch eine Drowning ins Deck? Ich weiß es nicht. Wir probieren's. So. Wir verwenden... Oh Gott, wie heißt der du? War's? Nee, es war ein Gebrüder Paradox, genau. Um den Wächter zu rufen. Ich glaube, der hatte so 3500 Artika oder so. Ich weiß nicht, ob der das Monster ist, was man in dem Spiel hier rufen soll. Ich glaube, die Sense wird es sein, aber wir werden es gleich rausfinden. Freunde, im letzten Part habe ich euch einige wichtige, für mich wichtige Fragen gestellt. Ihr seht, wir haben dreimal verloren, wir haben dreimal kassiert. Hoffen wir, dass wir dieses Mal ein bisschen erfolgreicher vonstatten gehen. Aber ja, es würde mir viel bedeuten, wenn ihr die Fragen aus dem letzten Part beantworten könntet. Und zwar, findet ihr, dass Yu-Gi-Oh! Duel Links immer noch ein Spiel ist, was auf diesen Kanal gehört? Beziehungsweise, wo ihr persönlich Freude dran habt. Falls ja, möchtet ihr nur den neuesten Meta-Shit sehen oder seid ihr auch cool mit sowas hier, mit irgendwelchen Random-Duellen? Und falls nein, was wäre eine Alternative? Denn ich liebe Yu-Gi-Oh! Und ich möchte weiterhin Yu-Gi-Oh!-Content bringen. Ich wüsste nur nicht, was ich momentan bringen sollte, da Master Duel und die ganzen anderen Geschichten noch nicht draußen sind. Und Duel Links... ich in Duel Links halt quasi nicht hinterherkomme, ne? So, wir haben die Insel des Feuerkönigs, wir haben die kybernetische Fusion, zahle die Hälfte deiner LP. Einmal, falls du den Spielzug Fusionsmonster von Typ Maschine hast, Fusionsbeschwörung, du kannst Monster von deiner Hand auf den Fund, okay. Brachialsense, okay. Ja gut, dann machen wir doch mal das da. Ich weiß zwar nicht mehr, was es macht, aber ich glaube, es kann irgendwie Zeugs zerstören, ne? Während deiner Mainphase, du kannst ein Monster zerstören, was du in deiner Hand hast oder kontrollierst. Falls du dein Monster kontrollierst, blablabla, okay. Dann zerstöre ich mal Yaksha oder den hier? Kann nicht, dann muss durch seinen eigenen Effekt Spezialbeschwörung, kann nicht auf andere Art spezialbeschwört werden. Falls ein Wächter Eatos durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, du kannst die Karte als Spezialbeschwörung von deiner... Okay, Wächter Eatos brauchen wir demnach. Den haben wir aber irgendwie nur ein einziges Mal, right? Kann das sein? So, ja, ich möchte den Effekt aktivieren, was auch immer das war. Wähle eine zu zerstörende Karte aus. Oh Gott. Oh je, warte mal.
Und jetzt passiert irgendwie nichts. Okay, schade. Ja gut, dann... Das Problem ist, Yaksha ist kleiner, ne? Rüste nur Wächter Brachialsense. Okay, also wir können nur den hier ausrüsten. Boah, Digga. Ich meine, ich kann dieses kybernetische Ding machen, right? Aber was bringt es mir? Ich zahle dann meine Life Points? Für nichts. Zahle Hälfte deiner LP einmal, falls du in diesem Spielzug einen Fusionsmonster vom Typ Maschine als Fusionsmonster beschwörst, kannst du ein Monster von deiner Hand, Friedhof und Spielfeldseite als Fusionsmaterial verbannen. Okay. Alright. Ja, dann aktivieren wir das mal nicht. Ist irgendwie auch useless, wenn ich nur einen einzigen Wächter Eatos im Deck habe. Oh, zerstörende Karte. Von deiner Hand beschwören. Ach du Scheiße, Digga. Well, never mind. Also ich habe das Gefühl, die ganzen alten Decks, die ich hier so habe, verlangen so ein bisschen nach... Okay. Ich kann den Effekt aktivieren. Verstehe. Aber ich bräuchte jetzt halt das Ding da, ne? Sonst wird es irgendwie nichts. So, natürlich müssen wir jetzt aktivieren, weil sonst verlieren wir einfach. Wenn ich jetzt so eine Field Spell ziehe. Oder auch das hier. Beschwöre der Waffenkammer. Flip. Füge deiner Hand eine Wächterkarte von deinem Deck hinzu, außer keltischer Wächter. Nice, dass wir diese Karten immer am Ende ziehen. Das ist eigentlich die Karte, mit der man beginnt und wir ziehen sie jetzt. Okay, damit kann man einfach nur Wächter searchen, right? Okay, ja, wir greifen nicht an. Wir machen das, wenn, dann mit der Brachialsense oder so. Keine Ahnung. Ja. Yep. Okay, ich kann die Macht des Wächters aufnehmen. Und wenn ich jetzt eine Brachialsense ziehe, ist vorbei. okay. Ich habe halt noch einen Yaksha und ich habe halt noch zwei von denen, ne? Aber, ja. Wenn er Monster hat, war es das. Oh, oder wenn er das hat. Oh shit, überleben wir mit 100? Oder hat er ein Monster, actually? Nein, wir überleben mit 100. Ey, wenn wir jetzt einen Yaksha ziehen... Oder eine, so eine Field Spell, dann könnten wir vielleicht das Game noch rumreißen. Na, okay. Den Dude. Alright, okay. Ja, da muss ich halt sowas hier. Da muss ich halt das hier machen, ne? Das ist so der lowste Low-Move, Alter. Also, das ist halt so ein... Du kannst einen 4-Sterne-Stick nehmen... Und macht des Wächters und versuchen so das Game zu gewinnen. Und das ist gerade das, was wir gerade machen, right? Das ist gerade das, was wir versuchen. Digga, wie bad sind diese Decks? Ey, uff. Uff, Digga. Oh, okay. Fluchzerstörer. Okay, cool. Ja, wenn er jetzt ein 1700er Monster hat, dann... What? Digga, mit Fluchzerstörer gewonnen, ey.
Ey, das ist unglaublich, Mann. Also, wie unglaublich bad unser Gegner ist, ne? Mit einem normalen oder mit einem Deck, was actually funktioniert, würde man so einen Dude in der ersten Runde auseinandernehmen. Aber hier in der Bronze-Elo sind wir halt alle so schlecht, ne? Ah, okay. Okay, jetzt weiß ich ungefähr wenigstens, wie das Deck funktioniert. Das bedeutet, ich brauche immer ein Game, um mal die Karten zu checken. Ich weiß jetzt, dass man die Brachialsense mit dem Wächter beschwören kann. Ich weiß, dass man den Wächter searchen kann mit einem der drei Four-Stars. Ich weiß jetzt ungefähr, wie Yaksha und die Field Spell funktioniert. So, und da haben wir eine gute Hand, meine Freunde. Da haben wir tatsächlich eine gute Hand, worüber man sich nicht beschweren kann. Tatsächlich. So, dann würde ich einfach mal sagen, beenden wir den Zug. Wir overextenden an der Stelle nicht. So, das bedeutet, kannst ein Monster zerstören, was du in der Hand hast. Okay, falls du keine Monster kontrollierst, bla bla bla. Okay. Die zerstört sich dann so oder so. Alright, was ist das für ein Dude? Der Wagen der Prophezeiung. Alright. Dann holen wir den Wächter. Aber jetzt fehlt mir halt die Sense, right? Weil ich kann ja die Sense nur von der na sieh mal einer an! Okay. So, hatte irgendwas, um das zu... Ich habe dieses Deck, by the way, noch nie gesehen, right? So. Wähle ein Monster. Wir zerstören den Dude hier. Nehmen das hier auf die Hand. Und jetzt können wir die Brachialsense aktivieren. Yes. Okay. Wir können tatsächlich... Okay. Ich will den Effekt aktivieren. Kriegen wir jetzt die Ausrüstungszauberkarte direkt obendrauf. Alright. Können jetzt einen Yaksha noch verdeckt setzen. Und jetzt können wir mit der Brachialsense angreifen, right? Oh mein Gott, warum hat die jetzt 4000 ATK? Lol? Ich sollte vielleicht den Effekt mal fertig lesen. Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören, wenn diese Karte als Spezialbeschwörung... Du kannst diese Karte Brachialsens von deinem Deck ausrüsten. Du kannst keine Monster als normale oder Spezialbeschwörung beschwören, aber du kannst sie setzen. Falls diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, lege eine Karte von deiner Hand auf den Friedhof. Und falls du dies tust, beschwöre diese Karte von... was? Lege... eine Karte von deiner Hand auf dem Friedhof und falls du dies tust, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung vom Friedhof. Oha. Okay, und dass die jetzt 500 ATK mehr kriegt, ist das hier. Er erhält 500 ATK für jedes Monster in Friedhöfen. Oh shit, okay. Oh shit, okay. Alright. Dann schauen wir jetzt einfach mal, wie weit wir mit der Brachialsense kommen, Digga. Ich finde den ja ziemlich cool. Oh Mann, ey. Weißt du, so Decks, die vor 2 Jahren vielleicht mal spielbar waren. Neu entdecken in Duel Links. Let's go, Bro. Uff, ey. Ja, man kann halt, also das Monster sind so weit schlecht, dass man nur ein einziges Monster auf dem Feld haben kann at all times. Ne? Das ist halt schon ein bisschen schwierig. Dann muss man halt quasi hoffen, dass dem Gegner die Monster ausgehen oder kann man die anderen hochflippen oder worum geht's hier gerade? Also ich verstehe es nicht genau.
Okay, ersetzt halt ein Monster nach dem anderen. Ich versuche jetzt die mal zu flippbeschwören. So, dann holen wir uns mal die Macht des Wächters. Und wenn wir das jetzt so machen... Dann kriegen wir 6000 Angriff, oder wie? Okay. Ja, das war halt die beste Hand, die wir bisher hatten mit dem Deck, ne? Also alles andere ist halt straight trash. Das ist die Combo, I guess. Man holt die Brachialsense und haut auf den Gegner, solange bis er aufgibt oder stirbt. Ja, well, ne? Das macht man halt mit diesem Deck. Das ist der Play. So, man holt die Brachialsense, rüstet sie aus und dann greift man halt so ein bisschen an. Ja, konnte man offenbar vor 2-3 Jahren so machen. Aber meine Freunde, das war es irgendwie wieder für die heutige Folge. So, euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, lasst einen Daumen da und wir sehen uns mit einem anderen random Deck in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Goodbye.